Professor Sims, Sie haben hier heute Abend einen Vortrag gehalten bei uns im IFO in München zu der Frage, wie kann man die Euro-Krise lösen, und schlagen unter anderem vor die Schaffung eines europäischen Staates, und zwar in der Eurozone. Wie kommen Sie darauf? Ja, also mein Argument aus der Geschichte ist, dass kräftige Staatsunionen nur im Zusammenhang mit einer äußeren Gefahr zustande kommen. Und ich gebe da als Beispiel die Anglo-Schottische Union von 1707 und die Amerikanische Union von 1787, 88. Und ich glaube, dass die Prinzipien, die diese Union geschaffen haben, das Prinzip einer gemeinsamen Staatsschuld, einer gemeinsamen Außenpolitik, gemeinsames Parlament, dass diese auf die Eurozone angewandt werden müssen, um das Problem des Euro zu lösen, aber auch das Problem des mangelnden Zusammenhalts Europas in Angesicht große außenpolitische Krisen, zum Beispiel ISIS, aber insbesondere auch natürlich das Vorrücken Russlands unter Herrn Putin. Wenn Sie jetzt die Eurozone so zusammenführen wollen, warum ist Großbritannien nicht dabei? Ja, ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn Großbritannien dabei sein würde. Aber ich bin Realist. Die Briten haben ihren eigenen Staat schon seit vielen Hunderten von Jahren. Sie haben praktisch schon den Staat, den sie brauchen. Sie haben nicht den gleichen Impetus, den wir in Kontinentaleuropa haben oder auch in Irland, in meinem eigenen Land, wo man sozusagen in Europa das Heil für die vorangegangenen Probleme sucht. Also Europa sollte etwas gut machen, was in Großbritannien nicht kaputt war. Aber wie kommen Sie darauf, dass Frankreich das mitmachen würde, wenn Sie von einer gemeinsamen Armee sprechen? Ist es doch heute zum Beispiel so, dass Hollande einen Flugzeugträger in den Golf schickt? Der fragt doch nicht die Deutschen. Ja, also Frankreichs Europapolitik ist letztendlich immer davon getrieben worden, Deutschland einzudämmen. Das war das Argument für die Europäische Union, das Argument für den Euro. Und die Franzosen haben sich bis jetzt aus einer gemeinsamen politischen Union und aus einer militärischen Union herausreden können. Mit dem Argument, es müsste also eine europäische Armee für Deutschland und eine französische Armee für Frankreich. Und ich würde sagen, das geht nicht mehr, dass wenn wir den Euro nicht retten, werden wir Europa nicht retten, dass das Ganze uns um die Ohren fliegt, dass wir dann zurückgehen müssen auf die einzelnen Nationalstaaten. Das heißt, dass wir auch die Deutschmark zurückbekommen. Und dann hätten wir gerade das, was die Franzosen nicht wollen. Das heißt, also Deutschland sollte drohen sozusagen mit einer eigenen, mit seiner eigenen Souveränität, um Frankreich zu zwingen in einen solchen Bund? Es ist nicht so, dass die Deutschen das androhen müssen, sondern das wäre einfach strukturell, zwangsläufig eine Folge des Auseinanderbrechens der Eurozone und vielleicht letztendlich auch der Europäischen Union. Das ist die Schlussfolgerung. Und da die Franzosen meines Erachtens das vermeiden wollen würden, dann würden sie dann, wenn es darauf ankommt, in eine gemeinsame politische Union einsteigen mit Deutschland und natürlich anderen Staaten. Haben Sie dafür schon Unterstützung in Frankreich gefunden? Ich habe in Frankreich gar nicht erst angefangen. Ich bin im Moment in der Frühphase. Wir haben also in München jetzt hier schon die Niederlassung jetzt angefangen mit der Project for Democratic Union. Wir haben auch in Brüssel eine Präsenz, in Budapest. Und ich werde in den nächsten Monaten nach Frankreich fahren. Aber ich glaube, das wird ein gewisser Hard Sell sein, wie wir im Englischen sagen. Dann wünsche ich Bonne Chance. Vielen Dank. Merci.